Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Go, da meine lieben Jewel Junkies, ich bin's mal wieder, euer AK. Und heute mal wieder mit einem Dummy-Light für Pistolen und Gewehre. Ja, habe ich mich kurzerhand mal dazu entschieden, damit ihr auch wieder ein bisschen mehr, wenn auch kleinen Content bekommt. Etwas Größeres ist natürlich schon in Arbeit. Da könnt ihr mal gespannt bleiben. Und ja, heute haben wir den Nachbau vom Rheinmetall Lichtlaser Modul 01. Ja, wird ein kurzes, knackiges Video und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopi nacken, Abfahrt. Gut, dann kommen wir erstmal zum Auspacken. Das Ganze wird geliefert hier, ne, könnt ihr sehen, hier in so einer schicken Box. Oder könnte man auch zur Aufbewahrung benutzen. Alles gar kein Thema. Das Ganze kommt schon vormontiert. Da habt ihr einmal das LLM01 drin mit Fake-Kabelschalter für YouTube. Das Ganze und für die Gesetzesgeber natürlich auch. Das Ganze ist ein Dummy, nicht funktionabel. Hier ist keine Elektronik verbaut. Absolut leer, nichts Gefährliches drin. Eine Attrappe. Attrappe. Gut. Mit dabei ist dann natürlich noch ein bisschen kleines Zubehör. Hier ist so ein Gummiband. Wir haben hier noch so Velcro oder Klettverschluss, wo man den Kabelschalter dann an Langwaffen besser befestigen könnte. Und wir haben natürlich noch schicke Aufkleber mit dabei. Das ist sehr gut. So, dann räumen wir die Box mal weg. Die ist nämlich ein bisschen uninteressant, nichts Spektakuläres. Und dann schauen wir uns mal das LLM1 an. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, wo das Ganze so mit 3D-Druck und so weiter angefangen hat. Da haben nämlich die Leute die Dinger wie verrückt mit dem 3D-Drucker versucht zu rekonstruieren. Und ein paar Jahre später kam dann hier dieser Nachbau von, ich nehme an, es ist Element oder Element. Von der Verarbeitung her, ich meine gut, hier man sieht es, ne, sind ein paar kleinere Gussnähte zu sehen und so weiter und so fort. Aber das kann man alles noch bearbeiten, also ist jetzt nichts Dramatisches. Und wenn man es weiter weghält, dann sieht man es wahrscheinlich auf den ersten Blick auch nicht, nur auf den zweiten oder dritten Blick, wenn man genauer hinschaut. Naja, und es ist ein schönes Stück, ist wahrscheinlich für Pistole ist es ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, das Teil sieht auf der Pistole doch schon ziemlich wuchtig und cool aus. Aber natürlich ist es eigentlich primär für Langwaffen gedacht, so für G36 und so weiter und so fort. Da wird das Ding ja auch noch, glaube ich, verwendet. Für Pistolen gibt es von der Firma Rheinmetall dann auch das LLM-PI für Pistole und noch ein paar andere Sachen. Also die sind da, halten sich da schon so ein bisschen bedeckt. Viel konnte ich da jetzt nicht entdecken. Aber ich finde den Nachbau schon ziemlich cool und ich wollte unbedingt mal auf meiner Heckler & Koch VP9 probieren oder auf meiner USP von VFC beziehungsweise P8. Und dann, ich denke, das sieht schick aus. Ja, zur Verarbeitung. Was kann man zur Verarbeitung sagen? Eigentlich, es ist stabiler Kunststoff, ist relativ gut gefertigt. Natürlich sieht man hier auch so ein paar Gussnähte. Ne? Also es liegt nicht plan an und hier unten, wo das Batteriefach wäre, ist ja kein Batteriefach, ist ja keine Elektronik drin. Sieht man es halt auch. Ja, also das liegt nicht bündig an. Ich sag mal so, das kann man alles mit ein bisschen Handarbeit richten und dann, ja, kann man aber auch lassen. Es ist jetzt nichts Dramatisches. Die Schalter, die sind hier aus einem weichen Silikon gefertigt. Ich nehme an, also ich habe keine Ahnung von dem, wie das Teil im echten Leben so funktioniert. Ich nehme an, das hier wäre dann IR Laser und das hier wäre ein WIS, also sichtbarer Laser.
Und das Licht wird über Kabelschalter irgendwie dazu geschaltet oder über die Druckknöpfe hier. Und ja, keine Ahnung, vielleicht hat da jemand von euch mehr Erfahrung mit, weil die Teile kann man ja leider nicht auf dem Zivilmarkt kaufen. Ja, also wenn jemand bei der Bundeswehr Erfahrung damit gemacht hat, gerne mal unten in die Kommentare zur Funktionsweise dieses Apparates. Kabelschalter, nochmal kurz, bevor ich das vergesse, ist natürlich eine nette Spielerei. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ganze Teil kann man dann aber auch komplett ohne Kabelschalter irgendwie verwenden. Und man hat aber irgendwie so ein bisschen was zum drauf rumdrücken, wenn man jetzt nervös ist, und dann kann man hier so ein bisschen auf dem Schalter rumdrücken, ohne dass was passiert. Das ganze Ding kann man natürlich auch abschrauben. Also das hier, die ganze Fassung ist alles aus Metall. Hier hinten an dieser Verschlussmutter kann man also einfach das Ding losdrehen. Und in der Verpackung hier ist, ich packe gerade mal aus, in der Verpackung hier ist so eine Abdeckkappe, die kann man dann da drauf machen bei Nichtgebrauch. Und dann ist quasi der Anschluss safe und wassergeschützt. Ne? Ist natürlich vollkommen egal. Ja, ich lasse den Kabelschalter gerade ab, weil wie gesagt, ich plane das ja auf meine Pistole zu machen. Gut, dann werden wir erstmal hier diese schicken Sticker drauf bapschen. Und dafür müssen wir die ganzen Seiten hier, die ganzen Klebeflächen für die Sticker erstmal ein bisschen reinigen. Ich nehme dafür einfach ein bisschen Reinigungsalkohol und einen Q-Tip. Und dann gehen wir einfach mal hier schön mit Alkohol drüber, dass das alles schön entfettet ist. Ist ja nicht so viel dreckig. Ist nicht großartig dreckig. So, dann machen wir das Ganze wieder ein bisschen trocken. Lassen das mal abtrocknen. Und das Ganze mache ich jetzt hier auf allen Flächen. Auch schön in die Ecken rein. Da ist es meistens kritisch. So, jetzt sollten die Klebeflächen alle gut gereinigt sein und wir haben hier, finde ich auch sehr cool, dass da dran gedacht wurde, wir haben hier auf diesen Stickern, haben wir einmal Deutsch und Englisch. Ich werde mich natürlich für die deutsche Version entscheiden, weil warum nicht? Ich komme ja aus Deutschland. So, und wo kleben wir das denn hin? Wo kommt denn das hin? Ja, das kann eigentlich nur hier hinkommen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Die Klebeflächen, die sind größer als die Sticker selber. Auch nicht schlecht. Gut, dann kleben wir das da so hin. Sieht doch schon viel besser aus, oder? Gut, und dann haben wir hier unten die Seite. Ich werde mich hier für das Teil mit dem Strichcode entscheiden, weil da ist optisch gesehen noch ein bisschen mehr los. Ich nehme gerne die Pinzette, weil, obwohl ich so drahtige Finger habe, bin ich damit etwas teilweise ungeschickt, was Sticker aufkleben angeht. So, dann nach oben kleben. Da kommt dann dieser hin. Ich weiß nicht, natürlich, wie man das jetzt einfach aufkleben soll. Ich mache es einfach so. Das sollte dann gegebenenfalls ein bisschen mittig kleben. So, dann noch die Seite. Und dann kommt die Größe. Die drei Gläser, da sind zwei Personen nach oben dran. Da kommt dann die Größe in Frage. Die sind noch nicht wirklich schön gerade ausgedruckt, die Dinger. Aber egal. Ist ja immer noch Airsoft und Airsoft ist Spielzeug. Auf den ersten Blick interessiert das eh keinen. So. Ne? Wenn es euch gefällt, Däumchen nach oben, Abo dalasse und die Glocke abonnieren, damit ihr auch kein weiteres Video von mir verpasst. So. Thema Aufkleber schon erledigt. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, die ganzen Klebeflächen dann erstmal mit Alkohol zu reinigen und eine Pinzette bei der Montage. Das macht vieles einfacher. Ja, dann sieht das Teil jetzt erstmal so aus. Ich meine, man kann es auch ein bisschen zerlegen. Das spare ich mir jetzt. Also wenn ihr es komplett zerlegen wollt, müsstet ihr hier oben die Schrauben rausmachen. Ja, vielleicht mache ich das gleich mal. Hier vorne diese, das ist eine Gummischutzkappe, die kann man rausmachen. Und ich meine, das hier kann man auch irgendwie rausdrehen.
drehen. Aber naja. Der findige Bastler in mir, der sagt schon wieder, oh, da füllt das Ding schon ab, hält ja wunderbar. Der findige Bastler in mir sagt schon wieder, da könnte man eventuell sogar mal wieder eine schicke Akkubox draus bauen. Für eine AEP oder so wäre möglich. Hier oben wird wahrscheinlich, ich mache es nachher mal auf, es ist interessant. Also jetzt habe ich mich wieder selber auf dumme Gedanken gebracht. Okay, wir montieren das Ganze erstmal auf meine VP9 von Heckler & Koch, die ich kürzlich erstanden habe. Und nicht von Heckler & Koch, sondern von VFC, was in gewisser Hinsicht natürlich richtig ist. Und bevor wir das montieren, wir haben hier ein kleines Einstellrädchen. Das kommt im Auslieferungszustand genauso, also das Ganze ist ein bisschen lose. Hat aber dann auch den Grund, dass man das hier auf die Pistole oder auf die Langwaffe macht. Ne? Und dann setzt ihr das einfach so an und dann dreht ihr das Rädchen hier fest. Darauf achten, dass der Hebel hier also entspannt ist. So. Und dann dreht man das so ein bisschen handwarm fest. Und dann kann man das hier mittels dem Spanner, und ihr seht schon, ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Dann kann man das hier mittels dem Spanner etwas festziehen. Das war auch noch zu weit. Ja, müsst ihr euch halt rantasten. So sitzt es eigentlich schon gut. Vielleicht noch eine Umdrehung weiter rein. Und dann sitzt das Ganze. So. Und dann sieht das Ganze auf der Pistole schon mal so aus. Es sieht eigentlich ziemlich cool aus und ich möchte euch jetzt noch was zeigen. Ich habe es natürlich im Vorfeld schon mal so ein bisschen ausprobiert. Ne? Ich bin ja ein kleiner Schlauer. Ich bereite da mal was vor. So, ich habe den Kabelschalter gerade mal dran gemacht und ihr könnt das Ganze, es muss also hinter diese Klemmschienen da, im oberen Bereich ist dann nämlich auf der VP9 noch ein bisschen Luft. Dann setzt man das einfach an. Und dann habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt sehen, hier ist noch ein bisschen Platz. Das ganze Ding steht natürlich ein bisschen doof in den Abzugsbügel hinein, aber gut, mich stört es jetzt nicht weiter. Wenn man mit Handschuhen spielt, dann ist es wahrscheinlich doch schon eher relevant. Sieht auch ein bisschen komisch aus, aber okay, ist immer noch Airsoft. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir um Leben und Tod spielen. So, und die Kabelschalter, die kann man dann hier, wenn ihr das verwendet, so Griffgummis, kann man die dann hier reinquetschen, den Kabelschalter. Und das Kabel, das lässt sich auch relativ gut verlegen. Das fügt sich so einmal die Form an, wenn man das einmal in Reihe gedrückt hat. Und dann sieht das von der einen Seite so aus. Und von der anderen Seite sieht das so aus. Wenn man es jetzt so in der Hand hat, es stört auch nicht wirklich das Kabel. Also, wem das gefällt, der kann das gerne dann auch so benutzen. Ich habe es gerade rausgefunden. Ich wollte eigentlich sagen, wie sieht das ganze Ding denn auf der USP aus? Aber zum einen natürlich, da USP P8 ist natürlich, Prä-Picatinny-Schiene. Und zum anderen müsste man diese Schiene hier oben, die kann man abschrauben, die müsste man modifizieren, damit hier dieser Verschluss quasi einmal auch gespiegelt auf der anderen Seite liegen kann. Funktioniert in dem Fall jetzt nicht, aber so angedeutet wäre es halt, ja, es wird schon fett aussehen, sagen wir mal so, es wäre schon cool, ne? Wird schon schick aussehen, aber wie gesagt, USB hat keine Löcher für die Picatinny-Schiene. Dementsprechend ist mein Plan jetzt gerade voll nach hinten losgegangen, aber Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Wir zerlegen das Ding erstmal kurz und ich schraube jetzt einfach mal hier diese 5 Schrauben raus und dann gucken wir einfach mal in das Innere. Und was soll ich sagen? Natürlich, es sind 6 Schrauben, ne?
Gut, ich habe es versucht, hier den Deckel abzunehmen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ihr könnt es hier sehen. Das Ding ist hier hinten irgendwie noch so auf dieser Stelle hier verklebt und ich will es jetzt nicht unbedingt abbrechen, weil ich sehe schon, ich merke schon, dass es abbrechen würde. Auf jeden Fall ist hier noch eine Schraube. Vielleicht hat jemand anderes mehr Glück. Hier diese komische kleine Schraube, die kommt hier hinten rein und wird dann auch noch rausgedreht. Ansonsten hier außen sind 6 Schrauben. Die schraube ich jetzt mal alle wieder rein. Gut, und dann der Vollständigkeit halber zeige ich euch noch natürlich das Batteriefach. Einfach hier unten an der Schraube drehen, bis nichts mehr geht. Und ja, hier könnt ihr dann Magazine. Genau, hier könnt ihr Magazine reinmachen, was auch immer. Ne? Nein, hier könnt ihr irgendwelche Ersatzbatterien reinmachen für eure EOTEX, die diese, ne, wie heißen die? Diese großen Lithium. Ich blende es hier unten irgendwo ein, ich habe den Namen vergessen. Hier passen 2 Stück rein. Hier steht aber auch irgendwo drauf, oder? Nee. Ja, die könnt ihr dann hier reinmachen und dann habt ihr da einen sicheren, trockenen Ort. Und wenn ihr die braucht, könnt ihr sie rausholen. Ja, einfach wieder zuschrauben, wie gewohnt, ne? Hier einmal handwarm zuschrauben, fertig, bumm. Fertig ist der Lack. So. So, und dann nochmal der Vollständigkeit halber zeige ich euch das mal anhand einer Langwaffe, beziehungsweise an der. Ja, HK416, auch hier selbiges Spiel. Aufsetzen. Herrgott, drehen Sie es doch einfach mal auf den Kopf, Herr Professor. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Ne? So, je nachdem, welche Position man haben will, einfach mal randrehen. Hier mal testen, ob es hält, wenn es nicht hält. Und dann könnt ihr den Kabelschalter zum Beispiel hier hin machen und da könnt ihr hier dieses Gummiband nehmen, den Kabelbander. Der Bebebebe. Ich mach's einfach gerade mal. Nee, geht nicht. Doch, geht doch. Dann könnt ihr den Kabelschalter da einfach irgendwie befestigen. Dann sieht das Ganze irgendwie so aus, wobei, dann kann man es dann halt hier bedienen. Dann sähe das Ganze so aus. Gut, kommen wir zum Fazit zu dieser, ja, Lampenattrappe. Kommen wir erstmal zu dem, was das kostet. Kostet 49 Euro. Ihr bekommt alles das gezeigte Zubehör mit dabei. Ist natürlich ein riesiger Style-Faktor für die Leute, die das geil finden und darauf Bock haben. Ich finde, es sieht auf der Pistole auch nicht so unbedingt verkehrt aus. Pistole dafür ist jetzt vielleicht nicht so genau die richtige, aber so, es ist halt schon ein richtig globiges Ding, aber. Es geht vom Handling her, es ist eigentlich recht entspannt. Ja, ich finde halt, es sieht cool aus. Gibt natürlich jetzt Leute, die da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen werden: AK, wie kannst du das nur machen? Das gehört überhaupt nicht da dran. Es ist immer noch Airsoft. Okay? Es ist Airsoft und da kann man eigentlich machen, was man will. Wie gesagt, wir spielen nicht um Leben und Tod. So viel dazu. Ja, mehr kann ich jetzt hier auch nicht sagen. Die Verarbeitung ist für den Preis okay. Wieder mal hier, wie auch schon in dem anderen Lampenattrappen-Video gesagt, Bugatti nimmt euch hier jede Menge Stress ab durch den Import, weil die Dinger sollte man jetzt unbedingt in Asien bestellen, weil die ganze Elektronik nicht da rausräumen. Und dann könnte es sein, dass ihr da nachhaltig irgendwie Probleme beziehungsweise in Konflikt mit dem Gesetz kommt. Und das wäre nicht so geil. Gab ja mal einen Fall oder ist vielleicht noch aktuell, im Gescan Empire, da habe ich mal so still mitgelesen. Das war schon nicht so lustig. Also, das war heftiger Tobak. Und ja, deswegen die Dinger, wenn ihr die Möglichkeit habt, ich meine, es gibt mittlerweile verschiedene Shops, unter anderem Bugatti, die mir das Teil ja natürlich auch zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür nochmal. Die importieren die Dinge ohne jegliche Elektronik und damit seid ihr safe und es kann euch rechtlich gesehen nichts passieren. Ja, mir gefällt das Teil ziemlich gut. Ich werde es da dran lassen. Ist natürlich nur für den Style-Faktor oder wenn jemand wirklich basteln will, umbauen. Hier ist jede Menge Platz drin, um Akku irgendwie reinzufummeln. Wäre mal ein interessantes Projekt. So.
Gut, ich bin jetzt am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, wer Träumchen, Kanal abonnieren, Glocke anmache, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Hui Welle, allemal.